Jo Leute, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Da leben, wollen Urlaub machen. Ja, darf ich das denn noch sagen oder ist das mittlerweile auch schon verpönt? Ja, Leute, aus der Wohnung. Warte ich mal kurz. So, ja, ich wollte mit euch ein bisschen Real Talk machen, weil es da so gewisse Sachen gibt, ja, die ich einfach nicht auf mir sitzen lassen möchte. Wo ich mich eigentlich auch gar nicht drüber aufregen will, weil Pillepalle. Aber ich will halt ein bisschen was klarstellen, ganz einfach. Heute aus meiner Kellebeck-Tasse hier wieder. Ein Käffchen. Ja, den musste ich gerade auf Gas kochen, sag ich mal, weil Stromausfall war. Passiert. Immer mal wieder, nachdem wir gerade wirklich ein schönes Gewitter hatten mit ordentlich Regen und oh, ich liebe sowas, Leute. Aber ist da jetzt eigentlich auch egal. Wichtig ist nur, dass ich in diversen Facebook-Gruppen unterwegs bin. Ich halte es auch kurz. Und man dort eigentlich über Nachrede erfahren muss. Auch wenn keine Namen gefallen sind. Aber wenn manche der Meinung sind, sie müssen ja meinen Kanalslogan nutzen. Können sie ja machen, ist ja nicht patentiert, ist ja eigentlich Latte. Und sich dann versuchen hinterher rauszureden, ja, das habe ich von Vox, die Auswanderer oder Goodbye Deutschland oder wie auch immer, dumm gelaufen. Ja, denn ich bin kein kleiner blöder Junge und ich kann eins und eins zusammenzählen. Also, von daher, wenn man der Meinung ist, man muss irgendwas erzählen oder man hat irgendwas zu sagen, sagt es mir persönlich. Hier in der Kanalinfo steht meine E-Mail-Adresse, schreibt mich an, man kann sich gerne treffen oder so ein Scheiß quatschen. Wo ist das Problem? Also, ich habe da gar keine Schmerzen mit. Ja. Ich finde es halt nur ein bisschen traurig, dass man sich da über andere auslassen muss und man die Menschen gar nicht kennt. Und dass es da Menschen gibt, die sich da als super Baba hinstellen und denken halt, die können ja ganz Alanya diktieren oder sonst was, ja. Ich bin hierher gekommen, um zu leben, um mein Leben zu genießen. Wie ich das mache, mit welchen Mitteln, das hat keinen zu interessieren. Ja, ich habe genug aus meinem Leben preisgegeben. Und wer der Meinung ist, ich war nur 2-3 Mal hier in Alanya oder komme mit zwei oder bin jetzt 2-3 Mal nur zum Urlaub machen hergekommen, der hat sich gewaltig geschnitten. Ja. Schade, dass ich meinen alten Reisepass nicht habe. Ich habe einen alten Reisepass, der läuft in 2023 ab. Aber den davor, dann hättet ihr sicherlich Minimum 50 Türkei-Stempel gesehen. Nicht nur Einreisestempel, sondern auch Ausreisestempel. Ja, und hier geht es munter weiter. Also von daher, einfach mal sich Gedanken machen. Und ja, mein YouTube-Kanal wächst. Das scheint manchen Leuten auch nicht zu passen, ist mir aber auch egal, weil ich lebe hier mein Leben und ich dokumentiere hier mein Leben. Ich will hier niemandem was vorschreiben, ich will hier auch niemandem sagen, was er zu tun oder zu lassen hat, sondern es sind, nochmal, es sind meine persönlichen Erfahrungswerte, die ich hier mache. Ich bin mit einem Verkäufer auf der Schnauze gefallen, ich bin mit meinen Möbeln auf der Schnauze gefallen. Ich bin mit meiner Familie hier auf die Schnauze gefallen. Warum? Weil es Abzocker sind. Ganz einfach. So. Und die gibt es hier überall. Ja. Und dass dann hier Leute kommen und sagen, hier, man würde hier Wohnungen anbieten, vermieten oder sonst was. Nochmal. Es gibt dieses neue Gesetz. Seit letztem Jahr Oktober, November. Dass nur noch Makler Wohnungen anbieten dürfen. Ob man für diesen Makler arbeitet oder mit diesem Makler einen Deal hat, das ist was anderes. Ich biete sie ja nicht persönlich an und unterschreibe Mietverträge oder Kaufverträge, sondern auch da muss man halt vorsichtig sein. Ich will nicht zu viel erzählen, aber wie ihr wisst, hatte ich mich bei Remax vorgestellt und habe da mit denen eine Kooperation, weil ich es einfach ganz ehrlich als Deutscher nicht schaffen würde oder sehr, sehr schwer nur schaffen würde, eine Maklerprüfung zu machen, weil es die nur auf Türkisch gibt. Und diese ganzen Fachbegriffe geht nicht von jetzt auf gleich. Selbst Türken, nicht Einheimische, sondern Deutsch-Türken, haben da Probleme. Also warum soll ich mich da jetzt hinstellen als den Supermacher oder sonst was? Nein, kann ich nicht, mache ich nicht. Ich kann da gerne mal unterstützend
ein bisschen wirken. Aber mehr auch nicht. So Leute, und wie gesagt, wenn ich bei Facebook halt sehe, dass sich da Leute über mich oder überhaupt über die kleinen YouTuber, die hier einfach nur Spaß haben und das Gute und das Schlechte zeigen, wenn man sich darüber halt die Schnauze zerreißt, ja, keine Ahnung, was das soll, warum man das macht. Wahrscheinlich, um sich wichtig zu tun oder sonst was. Ja, solchen Leuten möchte man nicht begegnen. Ja, zum Glück muss man das auch nicht. Die Welt ist groß genug, auch Alanya ist groß genug. Da kann man sich immer aus dem Weg gehen, gar kein Thema. Ne? Und das ist ja nicht das erste Mal, dass mir so ein Chat aufgefallen ist, wo man halt negativ erwähnt wurde. Ja, gab ja schon mal sowas, da wurden sogar Namen genannt. Und ja, daraufhin habe ich mich halt beschwert ganz normal und wurde aus dieser Gruppe entfernt, was mir auch egal ist, das zeugt von deren Charakter, nämlich von gar keinem. Ist mir auch relativ Latte, denn ich lebe hier immer noch mein Leben. Ja. Und bin hier niemandem und nichts Rechenschaft schuldig. Ganz einfach. Und habe ich, glaube ich, am Anfang schon gesagt, da leben wir einen Urlaub machen, der Spruch ist nicht patentiert, kann jeder natürlich nutzen, wie er möchte. Ich nutze ihn halt für meinen Kanal, weil ich es gut finde. Ja. Andere haben da andere Sprüche. Daran möchte ich mich nicht bedienen. Und dieser Spruch war eigentlich noch frei, von daher nutze ich den ganz einfach. Man braucht einen kleinen Wiedererkennungswert. Ja, und ich werde auch der Alanianer bleiben, auch wenn es, wie gesagt, der Kanalname im Moment noch nicht so hergibt. Aber ich muss halt noch auf die Überprüfung warten seitens AdSense von YouTube. Und danach wird das auch wieder geändert. Gar kein Thema. Ich stehe zu meinem Namen. Fertig. Manche sollten auch zu dem stehen, was sie schreiben. Aber das zeigt sich dann immer, wenn man diese Leute persönlich anschreibt, beziehungsweise markiert in diesen Facebook-Gruppen und die sich dann versuchen rauszureden. Ja, dann sollen sie es doch sagen. Ganz einfach. Pass auf, wir finden das Kacke, was du da machst. Lass das oder wie auch immer. Ja, aber nicht hinterrücks und dann versuchen, sich rauszureden. Irgendwie sonst was. Okay, Leute, das Thema abgehakt. Nächstes Thema, ganz wichtig. Wenn ihr vorhabt, eine Wohnung zu mieten oder zu kaufen, hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt. In meinem Livestream oder egal wo, in irgendeinem Video. Ich erzähle es auch gerne nochmal, weil es wichtig ist. Bitte kauft keine Wohnung von Deutschland aus. Mietet keine Wohnung von Deutschland aus. Kommt hierher vor Ort, auch wenn es im Moment schwierig ist. Ja, ich weiß. Es ist schwierig, in Deutschland einen Test zu machen, Corona-Test, und hier einen Corona-Test zu machen. Aber investiert lieber die 100 Euro, macht einen Corona-Test, anstatt nachher hier viele 100 Euro zu verlieren. Ja, mir ist es passiert, ihr wisst es, mit meiner Wohnung damals, oder mit meiner, ja, die ich kaufen wollte. Ich habe hier 6.000 Euro verloren, geht noch. Gibt andere, die sind schlimmer dran. Dann gibt es aber immer wieder Menschen, die sagen: Mensch, wir wollen eine Wohnung, kannst du nicht, machst du nicht. Ja, und immer wieder kommt mir hier zu Ohren, dass die Leute von Deutschland aus Geld überweisen für Miete oder sagen: Mensch, da gibt es eine schöne Wohnung, die möchte ich gern haben. Ich habe mich auch schon mit dem Makler in Kontakt gesetzt und wir sollen was überweisen. Und dann haben die das überwiesen und dann kommen freche Forderungen und noch mehr Forderungen. Und man hat noch nicht mal einen Mietvertrag unterschrieben, aber es sind schon die ersten 2.000, 3.000, 4.000 Euro weg. Leider sehr oft gerade der Fall. Ja, und deswegen meine Bitte, kommt hierher vor Ort. Egal wie. Fahrt mit dem Auto, nehmt euch 2 Wochen Urlaub, kommt mit dem Auto her. Scheißegal, Transit ist offen. Wenn ihr nicht unbedingt einen Test machen wollt. Das Problem ist aber, ihr müsst den Test machen, aktuell bis zum 1.3. möchte auch die Türkei einen PCR-Test haben für alle einreisenden Ausländer. Ausländer, in Anführungsstrichen. Ne. Egal ob nur über Wasserweg, Landweg oder Luftweg, kann man den Türken nicht verwehren, dass sie das auch wollen. Ist klar, hier sind die Zahlen aktuell rückläufig und es sieht sogar richtig gut aus. Also von daher, ne, herkommen, sich die Wohnung hier vor Ort angucken. Natürlich kann man ein bisschen unterstützend wirken, indem man sagt: Hey, ich habe das und das vor. Kannst du da eventuell mal gucken, ob das alles real ist? Alles gar kein Thema, kann man machen. Aber Leute, man kann den Leuten nur vor den Kopf gucken, nicht in den Kopf. Ja, deswegen
Gerade bei Sahi-Binden, da wäre ich vorsichtig, wenn ich da was finde. Also, wirklich kommt hierher. Es gibt hier, wie gesagt, ich habe es gerade schon angesprochen, Makler, die Wohnungen hier anbieten in bekannten Objekten. Und ja, dann, wie gesagt, ich möchte keine Namen nennen oder sonst was, sondern einfach nur wahre Geschichten, die mir zugetragen worden sind, egal ob ne, per So oder per mündlich, schriftlich, scheißegal wie. Ja. Und die sehen ein Objekt, freuen sich, treten schriftlich mit dem Makler in Kontakt, weil klar, weil sie hier nicht herkommen können aktuell. So, der Makler sagt, so und so brauchen wir das, so und so können wir das machen. Die armen Leute überweisen die Kohle, ja, freuen sich, dass sie eine schöne Wohnung für sich gefunden haben. Und plötzlich stellt der Makler sich quer und sagt, ah, nee, da muss aber noch ein bisschen was kommen. Wir brauchen noch dies, das und jenes. Leute, 3 Monatsmieten sind legitim. Alles darüber ist Betrug. 3 Monatsmieten heißt Mietkaution, Maklerkaution, eine Miete im Voraus. Das ist legitim, alles andere ist nicht erlaubt. Ja? Und ich habe mich selbst nochmal, wie gesagt, bei der Remax schlau gemacht. Die haben mir das auch erzählt. 3 Mieten sind für den Makler normal. Was die beinhalten, habe ich euch gerade gesagt. Also, wenn er ankommt und will dann noch mehr Kohle haben, läuft dann irgendwas falsch. Deswegen, hierher kommen, sich das Ganze vor Ort angucken, ja, und vor allen Dingen bei einem seriösen Makler Geschäfte machen, bitte. Bitte, wirklich. Also, ihr verliert Geld und das nicht wenig, ja. Ich habe deine Wohnung gesehen, kannst du da mal hingehen und was machen? Ich könnte natürlich, aber Leute, nachher heißt es, du hast es, du hast mir diese Wohnung empfohlen, ich bin jetzt am Poppers wegen dir. Bitte. Seht's mir nach, wenn ich das nicht mache. Seht's mir nach, wenn ich das nicht mache. Ne? Auch wenn die Monatsmieten oder wenn diese Kaution und wie auch immer hier überschaubar sind, trotzdem ist es rausgeschmissenes Geld. Und ich möchte wirklich niemanden. Ja, was möchte ich niemanden? Ich möchte niemanden verärgern. Und sagen, hier, guck mal, der Thorsten, Alter. Ne, bereichert sich vielleicht noch dran an dieser ganzen Sache? Nein. Also Leute, nehmt es mir nicht übel. Herkommen, Wohnung angucken, dann entscheiden. Denn ihr könnt die schönsten Bilder im Internet gesehen haben. Hochglanz, keine Ahnung, sonst was. Ihr kommt hierher in die Bude, die Wasserhähne sind versifft, die Fliesen sind abgemackert. Ja, was weiß ich, der Putz bröckelt von der Wände. Ich kann mit Photoshop oder was weiß ich, Paint-Scheißendreck da, kann ich sämtliche Bilder so schön bearbeiten oder fotografiere euch nur die saubersten Ecken. Im Endeffekt kommt ihr dann hier in die Bude rein, Türrahmen sind zerkloppt. Was weiß ich, ich hab's euch gerade gesagt, ja. Die Duschen teilweise gebrochen, gerissen, kaputt, alles. Das sind Sachen, die sieht man nicht auf Fotos. Die sieht man aber, wenn man hierher kommt. Und wenn man dann einen Mietvertrag unterschrieben hat, schon für ein Jahr und vielleicht auch schon ein Jahr Miete im Voraus bezahlt hat. Weil manche machen das ja, ne? Eine Jahresmiete, also eine Miete im Voraus, habe ich ja genauso gemacht. Aber ich habe die Wohnung vorher gesehen und dann habe ich gesagt, okay, das kann ich machen. Und das wurde auch schriftlich im Mietvertrag festgehalten, ne? Ganz einfach. Ja, deswegen, ich möchte wirklich keinem die Illusion von einem schönen Leben hier nehmen. Aber es ist halt schwierig, wirklich von Deutschland aus irgendwas zu managen. Es sei denn, man hat hier Familie, dann kann man sagen, geh mal hin da. Ich bin für euch auch fremd. Leute, ihr seht mich zwar auf YouTube und ihr seht auch viel, was ich mache und tue. Aber in dem Moment bin ich auch fremd. Natürlich möchte ich für Vertrauensperson sein. Aber selbst ich werde hier angesch und bisch. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Ja, Mann. Ich weiß, das ist zurzeit ein heikles Thema. Man möchte gerne weg. Man kann nicht. Dieses eingesperrt sein. Darüber möchte ich gar nicht reden. Das ist Politik. Ich habe euch gesagt, Politik und Corona bleibt von meinem Kanal verschont. Das bleibt weg. Natürlich wird man zwangsläufig damit irgendwann mal konfrontiert, das ist klar. Aber mir geht es einfach nur auf den Pinsel. Und falls ihr der Meinung seid, ihr seid betrogen worden, wie auch immer, also hebt auf jeden Fall Überweisungen auf oder Quittungen oder sonst was. Ihr könnt die Leute hier anzeigen vor Ort. Ne? Also ihr könnt hier zur Gendarme gehen und auch eine Anzeige machen. Wenn ihr natürlich die Daten des angeblichen Maklers habt.
Wenn der euch natürlich einen falschen Namen gibt oder wie auch immer, seid ihr dann nämlich auch auf dem Schlauch oder steht auf dem Schlauch. Ja, Leute. Also ihr seht, komplizierte Sache. Eigentlich ist es nicht kompliziert. Man kann das hier, wenn man hier vor Ort ist, kann man das wirklich viel einfacher regeln, das Ganze. Ja, meine Wände sehen immer noch ein bisschen kahl aus. Ich würde gerne das Ganze mit Bildern verschönern. Ich habe ja auch welche da. Aber ich habe Angst, hier Löcher reinzukloppen. Es ist halt nicht mein Eigentum. Ne? Und deswegen muss man damit halt auch ein bisschen pfleglich umgehen. Und ich habe keinen Bock nachher, wenn es so sein sollte, hier die ganzen Wände neu verputzen zu lassen. Aber wie auch immer, gut, das meiste ist eh alles Regips. Zumindest innen, der Innenbau, nicht der Außenbau. Nein. Ja, Mann. Also ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was erzählen. Ich erzähle ja viel, wenn der Tag lang ist. Aktuell bin ich halt ein bisschen müde. Und ja, was soll man noch sagen? Warte mal, ich mach kurz Pause. Na gut, das war's dann erstmal von mir hier für heute. Und wie gesagt, immer jawasch, jawasch. Kein Stress machen. Ja. Alle Vieren gerade sein lassen. Und nochmal, wie ich hier lebe, von was ich hier lebe. Das muss ich niemandem sagen. Es gibt auch ein paar Sachen, die fallen in die Privatsphäre, die muss ich nicht unbedingt preisgeben. Ja, über Geld redet man nicht. Entweder man hat es oder man hat es nicht. Ich habe Besuch in meiner Kaffeetasse. Ist das Besuch? Ja, geht. Dann haben wir eine Asche. Wie kommt die da rein? Nichts wissen. Egal. So. Ja, das war es erstmal von mir bis hierher. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Mittwoch. Genießt das Wetter, hätte ich beinahe gesagt. Ja, und ich hatte irgendwann mal gesagt, dass das Gesundheitsministerium wohl vorsieht. Wie gesagt, das sind immer Angaben ohne Gewähr, Leute. Angaben ohne Gewähr. Bevor mir wieder einer einen Strick draus drehen möchte. Dass wahrscheinlich ab 15.02. Lockerungen eintreten können. Gestern wurde ich darauf hingewiesen, dass die Politik das wohl erstmal verneint hat. Ich weiß es nicht. Ich beziehe mich halt auch nur auf die Aussagen von gewissen Leuten bei Facebook. Ja? Und dort war halt so, dass das Gesundheitsministerium das bekannt gegeben hat. Also, ich gucke keine türkischen Nachrichten, weil ich verstehe es einfach großartig nicht. Bevor ich da irgendwas Falsches verstehe, beziehe ich mich doch auf die Übersetzungen von vielen Leuten aus Facebook in den Türkei-Gruppen. Ich werde die jetzt weiter meiden. Ihr habt es ja mitgekriegt, Leute, am Anfang, was ich da gesagt habe. Und ich habe da keinen Bock drauf. Ich habe auf so eine Menschen habe ich keine Lust. Ja? Die haben alles schlecht reden müssen und so weiter und so fort. Also von daher, bleibt mir gewogen. Wenn es euch trotzdem gefällt, was ich hier mache, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Aktiviert die Glocke und haut in die Kommentare, wenn ihr was wissen möchtet. Oder schreibt mich per E-Mail an. Auch nochmal, es wird auch bald eine Telefonnummer für diesen Kanal erfolgen. Das kann ich aber erst machen, wenn ich mein ICA mit habe. Das heißt, ich werde mir hier ein Vertragshandy zulegen, die hier nicht teuer sind. Ja? Und also die Verträge an sich, die Handys schon. Ne? Und werde dann natürlich eine Prepaid-Nummer hier für diesen Kanal nehmen. Das heißt, ihr könnt dann dort gerne via Telegram oder WhatsApp mit mir in Kontakt treten. Aktuell würde ich sogar lieber sagen Telegram, weil WhatsApp mir langsam ein bisschen zu unsicher wird. Alles klar, Leute. Dann habt erstmal noch einen schönen Mittwoch. Genießt eure Zeit und habt die Ehre.